Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Steinkirchen und ja, fahren einen Bus, der ist nicht mehr in ganz so einem guten Zustand. Und zwar ist das ein Solaris Urbino 12 der dritten Generation mit einem sogenannten Scheunenfund Repaint und hat den Bus mal ein bisschen irgendwo bei nicht ganz so optimalen Witterungsbedingungen und weniger Wartung ein bisschen Zeit gelassen. Und in dem Zustand ist er jetzt. Und genau, den fahren wir heute. Das ist, wie gesagt, unser Fahrzeug für die heutige Fahrt. Sowas haben wir auch schon mal mit dem U-107 gemacht. Fand ich ganz witzig. Da war immer ein bisschen extremer, da waren noch Scheiben irgendwie eingeschmissen. Das haben wir jetzt hier nicht. Er ist noch ein bisschen besser, ein bisschen angerostet überall, schon ein bisschen hier so, ja, Grünpflanzen haben sich gebildet, aber so ansonsten ist das doch noch super in Schuss, der Teil, würde ich sagen, ne? Wir steigen gerade mal ein, wir fahren heute die Linie 14. So, starten einmal den Bus. So, bisschen leise, aber sollte passen, so. Oh, wir haben sogar hier schon unsere, sehr cool, unsere Anzeige für die Verspätung. So, RBL. 014. Und dann haben wir Route mit der 714, habe ich vorher recherchiert. 1045, am Wasserfall, das ist richtig. So, Reichmach Bahnhof, das dürfte stimmen. So, genau, wir müssen erst schildern über ein paar Mal Q drücken. Nee, Betriebsfahrt nicht einsteigen, stimmt jetzt nicht so. Am Wasserfall, Steinkirchen Ost. So. Das sieht doch gut aus. Dann können wir. Ach, guck mal, den Kollegen lösen wir ab. Einen wunderschönen guten Tag. So. Dann darfst du dir auch noch überlegen, was er als Thumbnail verwendet. Irgendwann wird sich schon anbieten. So, 13:02. Was ist das? 13? Ich bleib nur noch ein Minütchen. Ich hab mich so beeilt, Menschenskinner, du. Es ist jetzt ein Kurzläufer der Linie. Du bist natürlich laut. Es ist ein Kurzläufer der Linie 14. Hab mir gedacht, die ganze Chose brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren. Deswegen, komm, das war mal offen hier. Ist das sonst schon ein bisschen asozial. Ich weiß echt nicht mehr, ob wir hier schon waren. In dem Bereich. Ich kann mich schon dran erinnern, aber ob das jetzt, in letzter Zeit wahrscheinlich nicht. Mal zu. Wahrscheinlich release mal ganz kurz. Aber auf jeden Fall ist es ein Bereich der Karte, den wir auf jeden Fall nochmal abfahren können. Und vor allem mit diesem wunderschönen Anlass dieses Busses hier. So, was hat man denn als nächstes? Steinkirchen, okay. So, da können wir eigentlich schon, jetzt ist eigentlich quasi 13:02, ne? Okay. Also ein bisschen den Gang drin haben, ist jetzt eh Abfahrt. So. Okay, ja, von innen ist das aber hier, guck mal, alles konserviert gewesen. So, machen wir einmal hier raus. Und ich hoffe, dass ich noch halbwegs Bus fahren kann, so. Das sieht gut aus. Da sieht auch noch gut aus. Wenn nicht der Bus, das ist da nicht ganz so schlimm. Steinkirchen, Reichenbachbrücke. Ach, guck mal da, Carsten. Hallo. Es ist gerade rot geworden. Ich glaube, es ist gerade rot geworden. Dann bleibe ich mal besser hier. Da muss ich ja anscheinend nicht anhalten. Von daher kann ich mir den Weg nämlich dahin sparen. Schön. Kommen wir jetzt aber auf die Spur darüber. Guck mal. Haben wir ein bisschen Zeit gespart. Schon der Carsten hat die Ansagen hier gesprochen. Ich ganz vergessen. Und der Julian ist jetzt hier unser Reiseleiter. An der nee, du Carsten, das lass mal. Nächste Haltestelle, Rundstube an der Rudolf von Steinkirchen, Reichenbach-Brücke. Genau. Richtig. Aber ich glaube, das soll auch weniger Computeransagen sein und mehr, und sollte, glaube ich, einfach mehr so mit dem Busfahrer an sein, Dings widerspiegeln. Habe ich, glaube ich, mal gelesen, bin mir aber. Du wartest, dankeschön. Bin mir aber nicht mehr sicher, deswegen tätige ich da mal keine nähere Aussage. Boah, das ist ja voll cool hier. Das habe ich voll vergessen. Also, ich weiß nicht, man fährt halt immer so den restlichen Bereich, aber die andere Linie hier zur Bergbahn und dann halt eben den Shuttle. Aber der fährt hier auch nicht lang. Weil der Bereich um den Bahnhof rum, der gefällt mir echt gut. Kommt halt viel zu selten lang. Aber so ist es wohl. Schön. Auch gar nicht allzu laut hier im Bus, dann lässt sich das einigermaßen aushalten hier. So. Carsten, dann mach mal los hier.
Nicht? Habe ich die jetzt... Ah, man kann sagen. Man kann schon sagen, habe ich ihn jetzt zum Verstummen gebracht? Das kann ja auch nicht sein. So. Dann fahren wir einmal hier raus. Ach, 30er-Zone. Gut, dann beugen wir uns doch auch mal hier den hier gültigen Regeln einigermaßen. So plus minus ein bisschen kann man schon machen. Ich meine, ich muss dann auch noch kurz Essen machen und dann... Ach ja, da reicht uns alles nicht. So, einmal rum. Hier, genau, die Jugendherberge. Ab da... Weiß ich nicht, ist es mir auch so wieder ein bisschen bekannter. Aber der Bereich hier bis zum Bahnhof, du, das fehlt tatsächlich unbegründeterweise in meinem Gedächtnis. Schade ist es. So, Jugendherberge. Dann lassen wir euch beide da mal mit. Ja, ein bisschen gemütlich. Ja, guck mal. Einen schönen guten Tag. Geht in der Dingshaltewunsch, muss ich wahrscheinlich hier rüber wegdrücken, ja. Wie zu erwarten. Finde ich aber auch nicht schlecht. Also, es gibt dem Ganzen auch so ein bisschen so einen kleinen realen Touch. Auch wenn man ungerne in Läden dieser... Boah, das ist nicht irgendwie... Wurde das oder wird das jetzt nicht irgendwie vom Metro aus verkauft? Ich weiß es gar nicht. Ja, Vitrial, glaube ich, irgendwie ist da gerade so ein bisschen Umstrukturierung. SB-Warenhaus. Ist ja kein Supermarkt, es ist halt SB-Warenhaus. An der Rudolf von Eichtalstraße. Ja, genau, das ist jetzt ja hier nicht direkt da, sondern einfach ein bisschen weiter weg, glaube ich. Ah, genau, Grundschule ist das da vorne rechts, genau. Eine schöne Wendeschleife da, schön gemütlich durchjuckeln. Ich glaube, das passt auch mit dem Bus hier ganz gut. Hat wohl irgend so ein Sub-Unternehmer. Hat den hier eingeschleust und irgendwo gekauft. Aber ich meine, er fährt ja noch. TÜV hat es anscheinend auch noch, von daher kann es ja alles nicht so schlimm sein. So muss man sich, glaube ich, häufiger mal beruhigen. Und zumindest beruhige ich mich so häufiger mal. Naja, das hat, er hat sich irgendwann angeguckt, der das geprüft hat. Du, das wird schon nicht so schlimm sein. Tja, Grundschule, tja. Einmal vorsichtig ran hier. Schon ewig nicht mehr Ubido dritte Generation gefahren. Tatsächlich. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Eben durch die, das Ubido Stadtbus Add-on zum einen und auch generell so ein bisschen ist der ins Hintertreffen geraten. Ist er trotzdem ein ansehnliches Fahrzeug, aber ach, ich weiß nicht, wieder diese. Ach, wieder die Thematik hier mit Bla, Payware, Freeware. Nimmer den Freeware Dash, viel geiler. Man kann, glaube ich, objektiv an vielen Standpunkten festmachen, dass der Freeware-Bus für einen Freeware-Bus super ist, gut aussieht, aber bei weitem, auch wenn man jetzt viele Punkte einfach mal objektiv betrachtet, einfach hinter dem Payware-Bus nicht so ganz anstinken kann. Muss man, glaube ich, ganz offen und ehrlich zugeben. Ja, es ist zumindest meine Meinung und ich finde... Chris liefert bei den Bussen auch immer echt super Arbeit ab. Bei sämtlichen Fahrzeugen. Und die lassen sich echt gut fahren. Viele Features. Und da sage ich jetzt auch ganz unvoreingenommen, ohne irgendwie. Ohne irgendeine Beeinflussung. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Die würde ich mir auch privat kaufen für den Heimgebrauch. Von daher. Das ist immer so mein Anspruch. Bevor ich irgendwie was empfehle, denke ich immer drüber nach. Ja, haben wir es doch selber machen? Ja, ne? Eben von daher kann man da sagen. Was auf keinen Fall heißt, dass der Freeware-Bus hier schlecht ist. Es ist ein sehr schönes Fahrzeug. Aber, ne, gibt da nur mal Fakten und dann, weiß nicht, gibt es dann immer Leute, die dann, ja, mi und bla und ach. Ja, 15 Euro sind ganz hart. Da kann man zweimal nicht zu Meckes gehen. Das ist schon, da muss man schon, ja, es ist schon ein ganz hartes Opfer, ich weiß. Guten Tag. Wobei, es ist, Meckes ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr so, was ist denn heutige Jugend? Wo geht denn die heutige Jugend hin? Keine Ahnung. Voll den Kontakt zu meiner Zielgruppe verloren. Ja, du bist selber Jugend. Bin ich sehr, ich bin selber auch Jugend. Ich habe den Kontakt zu mir selber verloren. Ich weiß gar nicht, wer sitzt denn da gerade und nimmt meine Videos auf? Nee, ich weiß echt nicht, was gerade so, was ist denn gerade so? Wenn ihr da Bescheid wisst, dann könnt ihr mich da so ein bisschen, weil, glaube ich, das auch so ein bisschen abhängig ist, wen du fragst und das jetzt hier Leute, die sich hobbymäßig gerne mit Simulation beschäftigen, da vielleicht ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge haben, als jetzt, weiß ich, sind die Otto Normal Jugendmitglied, ist ja nicht Mitglied der Jugend, aber eigentlich ja schon mal, ist er Mitglied der Gruppe Jugend, aber, ach, ich weiß es nicht. Das jetzt irgendwie bitte hier
Das ist einfach ein bisschen anständig. Formuliert, dann passt das schon. So. Wasserfall. Ja, fahren wir noch hin. Zum Wasserfall, du. Die Josef-Heiden-Straße. Genau so ist es. Ja, ich finde das super mit den... Hat auch so ein bisschen was von damals, wenn man so Spandau gefahren ist. Dann ist es ja auch im Prinzip, dass er das Mikrofon und wenn man sich da so... Gibt ja irgendwo auf YouTube diese Dokumentation, ich glaube, wie heißt die, Einmannwagen oder sowas. So eine Art, da geht es halt um einen Busfahrer damals auf einem O305. Ist vielleicht mal so ein ganz kleiner Schautipp. Ich glaube, das kennen auch wahrscheinlich schon mal viele, denke ich. Zeigt eben den Alltag eines Busfahrers auf einem O305 in Berlin. Damals eben anscheinend kurz nach der Einführung der Einmannwagen, wo man eben keinen Kollegen mehr dabei hatte, der so für Fahrkarte und ähnliches verantwortlich ist, sondern alles im Prinzip alleine gemacht hat. Phasenweise ein bisschen schwierig zu gucken. Gerade, weiß ich nicht, was sagt man gerne mit dem Stock im Arsch, den Leute heutzutage haben. Aber ich weiß nicht, so ein paar Äußerungen war damals wahrscheinlich einfach irgendwie so okay, das so rauszuhauen. Wenn ihr das seht, merkt ihr das selber. Ich bin zwar jetzt auch nicht so dafür, dass man jetzt alles 10-mal im Mund rumdrehen muss und 10-mal drüber nachdenkt, ob man nicht vielleicht mit diesem Satz eventuell den oder den diskriminieren könnte. Aber das ist schon eine Spur hart für so Otto-Normal-Mensch heute, der ja, in seinem Gender waren. Was ich jetzt, es hört sich jetzt vor allem, als ob ich wieder dagegen wäre, aber ich finde das eigentlich echt wichtig, dass man irgendwie auch alle Leute anspricht. Ich glaube, da habe ich auch schon echt länger mal drüber geredet, ne? Das aber finde ich viel weniger wichtig. Danke, Carsten. Was ich viel wichtiger finde als die, sagen wir mal, schriftsprachliche Gleichberechtigung von Mann, Frau und divers, ist, finde ich, vielmehr die gelebte Gleichberechtigung deren. Das habe ich auch mal in irgendeinem Video erzählt, wo dann die Tonqualität gegen ihn abgekackt ist. Von daher hat es wahrscheinlich keiner mehr mitgekriegt, aber das finde ich, da müsste viel Mehrwert drauf gelegt werden. Dass man sich eben nicht in irgendwelchen Formulierungen verrennt. Das Studentenwerk zum Studierendenwerk macht und warten dafür Geschichten. Sondern dass sich das tatsächlich eher wirklich im Tun und Handeln, Ungleichbehandlung tatsächlich auch jeden Tag stattfindet. Dass sowas einfach aufhört und ja, das sind leider, denke ich mal, viele Sachen. Da kann man... Also es gibt einen Teil, da kann man, denke ich, politisch sehr viel dagegen tun. Eben die, zum Beispiel die finanzielle, das finanzielle Gap zwischen Männern und Frauen. Da hatte, kann ich zumindest aus meiner Perspektive aus erzählen, alle Jobs, die ich bisher hatte. Ja, ich bin 22, ich bin noch nicht so alt, aber ich habe auch schon ein paar Jobs gemacht. Und ich muss eigentlich bisher sagen, in allen Jobs, in denen ich bisher tätig war, sei es jetzt irgendwie Supermarkt, sei es jetzt hier da Praktikum, sei es jetzt hier irgendwie angestellter Werkstudent oder so ein Kram, hatte ich bisher überall tatsächlich, ne, gab es überall, wo ich war, das gleiche Geld für Männer und Frauen. Und ich finde, da muss man aber auch nicht aufhören, da zum Beispiel, wo jetzt irgendwie die Diskussion zwischen Mann und Frau Ungleichbezahlung, wo das aufhört, da sollte man nicht aufhören nachzudenken, weil das große Problem ist, ja, das habe ich, glaube ich, auch schon öfters mal erwähnt, sind so Sachen, ich finde, über allem sollte stehen, also gerade wenn es jetzt um den Bereich Bezahlung geht, für die gleiche Arbeit, wenn derjenige gleich qualifiziert ist, sollte es ungeachtet von, was das für ein Mensch ist, ob es Mann, Frau ist, welche sexuelle Orientierung er hat, wo er herkommt, wenn er gleich qualifiziert ist, wenn er die gleiche Arbeit macht, dann soll er das gleiche Geld kriegen, ungeachtet dessen, was es eben, ne, ungeachtet der sämtlichen Wesenszüge, die ein Mensch eben ausmachen. Oder er wird über die Fakten auf dem Papier, die ihn ausmachen. Ich bin Mann, ich bin Frau, ich komme daher. Ich finde es einfach wichtig, dass, ne? Also das, finde ich, sollte eigentlich eher über allem stehen. Und da, das finde ich, ist viel zu kurz gedacht, da zu sagen, okay, ja, wir müssen irgendwie hier da Frauenquoten einführen, wir müssen hier quasi Ausgleichszahlungen leisten für Frauen. Das darf da nicht aufhören, da muss man da weitermachen, wo es irgendwie darum geht. Ich habe ja bisher immer
Habe eine Zeit lang, eine Tageskarte hätte ich gerne. Genau, bei Edeka zum Beispiel gearbeitet. Oh, das ist gar nicht die Sicht, die ich erwartet habe. Bei Edeka gearbeitet, aushilfsmäßig. Danke. Zwei, so. Und da war das eben so. Zu dem Zeitpunkt war das noch ein Markt, der direkt von Edeka selbst, von der Firmenzentrale geführt war. Damit unterliegt dieser Markt bei der Bezahlung eben dem Tarifvertrag Einzelhandel. Das heißt, es gibt da Gewerkschaften, die handeln mit den Branchenvertretern eben Tarifverträge aus. Und da gibt es dann eben eine Abstufung, Mitarbeiter ohne Berufsabschluss, also ohne irgendwie Ausbildung in dem Bereich. Nach so und so viel Angehörigkeitsjahren verdient das und das Geld in dem Unternehmen. So, sowas steht da drin. Und sowas ist nicht nur in der Regel, sondern weit höher als der Mindestlohn, was ich gut und wichtig finde. Ich komme da nicht rum. So. Genau, sowas gilt dann eben für Märkte, die eben zentral von der Zentrale geführt sind. Große Discounterketten sowieso, die bezahlen aber tatsächlich aus Personalmangel auch aus eigener Tasche deutlich mehr. Und genau, das Traurige ist, dass diese Tarifverträge eben nicht gelten, sobald das ein privater Markt ist. Also kann ja im Prinzip jeder Einzelhändler sein und quasi sein Edeka aufmachen. Edeka ist auch eigentlich jetzt keine Supermarktkette in dem Sinne, sondern eigentlich eine Einkaufsgenossenschaft, wo sich mehrere Händler einfach zusammenschließen und über die gleichen Lieferanten einkaufen, um dadurch günstigere Preise zu erzielen. Das ist ja eigentlich der Grundgedanke von Edeka. Von daher war es eigentlich auch nie angedacht, wirklich eigene Märkte zu besitzen. Danke dir, schöne Tag noch, gell? Dir auch, Mofi, du, gell? Ich möchte gerade mal ein bisschen erzählen. Genau, das ist ja eigentlich der Grundgedanke von Edeka gewesen. Und so sind tatsächlich es auch die meisten Märkte heutzutage organisiert. Ich habe das bei dem Markt, wo ich früher gearbeitet habe, mitbekommen. Da war es gerade zum Umbruch. Er wurde noch von der Zentrale geführt, was den Vorteil hat, dass Leute jetzt nicht fürstlich, aber in Ordnung entlohnt wurden. Und genau das Ganze wurde dann eben ein, zwei Jahre später verkauft an einen privaten Einzelhändler, so ging sehr vielen Filialen. Und in dem Moment gilt leider gelten leider diese Tarifverträge nicht mehr. Und das finde ich ehrlich gesagt eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Du arbeitest im gleichen Job, im gleichen Laden, machst ihn seit vielen Jahren und bekommst auf einmal weniger Geld. Und das finde ich einfach eine unglaubliche Ungerechtigkeit, dass ich, weiß ich nicht, das ist eben, was in meinen Augen relativ selbstverständlich ist, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, dass sowas eben allein schon an sowas hapert. Es gibt doch diese Tarifverträge für die verschiedenen Branchen in den verschiedenen Bundesländern. Ist auch nicht so, dass du dann quasi in ganz Deutschland gleich verdienst, sondern das ist ein bisschen angepasst an die Lebenshaltungskosten dort. Von daher finde ich das alles gut und richtig. Ausgehandelte Tarifverträge für die jeweiligen Bereiche, nur die gelten nicht. Weil du eben nicht bei Edeka selbst angestellt bist, sondern bei einem privaten Einzelhändler, der selbstständig dieses Geschäft da irgendwie betreibt. Und das hört ja auch nicht bei der Branche Supermarkt auf. Was geht denn ganz vielen Bereichen weiter? Gaststättengewerbe und. Und da muss ich ehrlich sagen, finde ich das echt asozial, weil ich habe das da in dem Sinne auch eben mitgekriegt. Das Ziel der Zentrale ist auch tatsächlich, genau diese Märkte, die man von der Zentrale aus noch betrieben hat, dass man genau diese Märkte eben versucht abzustoßen an eben diese privaten Menschen. Weil zum einen bist du dann als Kette oder als Konzern fein raus, weil du sagen kannst, ich trage kein finanzielles Risiko, weil der Einzelhändler ist ja selber für seinen Laden verantwortlich. Wenn der Laden Verluste einbringt, bleibt er selber auf seinen Verlusten sitzen. Und wenn er Gewinne abwirft, dann muss er mir ja einen Teil davon ab, also einen Teil über den Einkauf verdient ja auch die Zentrale eben einen kleinen Teil mit. Das heißt, die verdient, wenn es gut läuft, und wenn es schlecht läuft, verliert es aber auch nichts. Und das finde ich halt unglaublich schade, weil Konzerne, große Konzerne, die eben genau dieses finanzielle Risiko hätten tragen können, haben das Risiko nicht mehr, sondern geben es an kleine Menschen ab. In Anführungsstrichen den kleinen Mann. Ich weiß, es gibt auch bestimmt ganz viele, weiß ich nicht, Edeka, Supermarkt, Einzelhändler, die nicht nur einen Laden haben, sondern ganz viele Läden und dann auch nicht mehr zu den kleinen zählen. Aber im Prinzip kann der Einzelmensch per se das finanzielle Risiko wesentlich schlechter stemmen als jetzt eben dieses große Unternehmen. Und genau, das fängt eben dabei an und geht dann eben über, ja, so kann man wunderbar Lohnkosten sparen.
Also so machst du das Unternehmen natürlich einfach. Du verkaufst quasi deine Marke, kümmerst dich eben nur um den Einkauf und du hast eben das große finanzielle Risiko eigentlich nicht, falls jetzt einzelne Läden irgendwie nicht mehr so gut laufen. Wenn jetzt alles nicht mehr so gut läuft, hast du dann trotzdem ein bisschen ein Problem. Aber so im Großen und Ganzen ist mir da eben fein raus und das finde ich schade. Und gerade das mit dem Lohn finde ich einfach unglaublich ungerecht. Ich weiß nicht, habe ich einen zu großen Gerechtigkeitssinn? Persönlich kann ich mir vorstellen, dass ich da irgendwie zu viel Gerechtigkeit möchte. Aber ich hatte immer das Privileg, anständig bezahlt zu werden. Gut, jetzt nicht immer. Im Prinzip hat man oft das Problem, dass... Bahnhof Steinkirchen, das müssen wir hier halten. Unbezahlte Überstunden, also jetzt nicht ganze Stunden, aber unbezahlte Arbeitszeit und so ein Kram. Sowas habe ich auch irgendwie erlebt, aber einfach auch, ne, auf dem Papier einfach für das Gleiche wesentlich weniger zu kriegen und sich dann wahrscheinlich in der Regel noch wesentlich mehr abrackern müssen, als jetzt in den regiegeführten Märkten. Ja, ist einfach, ich weiß nicht, ich finde das echt ungerecht, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Vielleicht seht ihr das auch nicht als so großes Problem an. Aber ich kann dann auch durchaus verstehen, dass Leute unzufrieden sind mit, sagen wir mal, sozialdemokratischen Parteien, die eigentlich genau für sowas einspringen sollten. Ich bin echt der Meinung, dass man das irgendwie tun müsste. Was man natürlich ja nicht tun sollte, ist zu Parteien laufen, die dafür sorgen, dass das Sozialsystem in seiner heutigen Form gar nicht mehr gut funktioniert, dass das das quasi mehr oder weniger für sich selbst vorsorgt. Und ja, dann geht es dann solchen Leuten noch wesentlich schlechter. Das versteht aber keiner, weil die können da so tolle Reden halten, wer sonst alles schuld an allem ist. Ja, das ist einfach ein bisschen schwierig. Ich bin aber echt da stark überzeugt, da müsste man echt was tun, irgendwie, aber naja. Nächste Haltestelle am Wasserfall Parkplatz. Das ist unsere Endhaltestelle. Alle aussteigen. Genau. Oh, jetzt haben wir wieder. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ich bin gerade wieder viel zu politisch wahrscheinlich. Es kotzt wahrscheinlich wieder alle voll an. Aber es ist irgendein Thema, finde ich einfach ungerecht. Und ungerecht behandelt werden, finde ich ungerecht. Nee, ist doch ehrlich so. Also, man kann immer so schön von außen drauf gucken und sagen, ja. Ja, so ist es halt, man sucht die das ja nicht aus, aber der hat sich das ja ausgesucht, da zu arbeiten. Das ist immer so ein schönes Argument von außen. Aber die Problematik ist einfach, viele Leute haben, sei es jetzt irgendwie durch, keine Ahnung, bla, Leute, die arbeitslos sind, Jobcenter dürfen Jobangebote nicht aus Grund XYZ ablehnen, ohne Sanktion. Und solche Leute arbeiten dann dort und haben sich ihren Job dann dementsprechend natürlich nicht so ausgesucht. Und da funktioniert leider dieses Angebot-Nachfrage-Ding nicht mehr. So nach dem Motto, naja, wenn wir keine Mitarbeiter kriegen, dann müssen wir mehr für die Arbeitsbedingungen tun, weil es gibt dann immer noch Kräfte von außen, die dann eben so da reinwirken, dass du, ja, ich finde es einfach irgendwie, also genauso mit den Mieten, da kannst du auch sagen, naja, ist ja auch nur ein Angebot-Nachfrage-Ding. Irgendwann, wenn die Mieten zu teuer werden, dann ziehen die Leute dann nicht mal hin. Nee, aber es gibt immer Leute, die dann bereit sind, diesen Preis zu zahlen, weil sie einfach so gut verdienen. Und dann können die Preise immer weiter steigern. Deswegen sollte man da vielleicht ab und an doch ein bisschen eine schützende Hand drauflegen. Keine Komplettregulierung, das ist auf jeden Fall falsch, aber so vielleicht so ein bisschen was tun, dass man da einen gesetzlichen Rahmen schafft, der da halbwegs lebenswert für alle Menschen ist. Naja, gut. Genug bla. So bla heute, ja, ich glaube, das war jetzt schwierig und schwer genug. Ich versuche das nicht mehr so oft zu machen, aber ich weiß, jedes Mal, wenn ich über sowas rede, bekomme ich eigentlich positives Feedback. Also ich sage immer in dem Video, es interessiert bestimmt keinen und es ist immer voll schwierig zuzuhören, aber meistens bekomme ich positives Feedback, nicht nur, weil Leute meiner Meinung sind, sondern auch mehr darum, dass man sich einfach mal irgendwie damit beschäftigt und vielleicht auch meine Gegenseite dann in Form von meiner Meinung mitbekommt. Ja, ich sehe es ja nicht nur als positive Rückmeldung an, wenn jetzt einer sagt, boah, ja, teil genau deiner Meinung, weißt du, voll geil. Sondern, genau, nur weil jemand nicht meiner Meinung ist, heißt ja nicht, dass das generell das Thema ansprechen jetzt eine schlechte Sache ist, ne? Und dann, ach ja. Ich finde, es sind ein paar Sachen, wo es sich wert ist, darüber Gedanken zu machen. Vielleicht macht ihr das auch nicht, weil es euch nicht interessiert, aber, viele von euch sind da wahrscheinlich noch relativ jung, da ist das mit dem Arbeiten noch so. Aber ich weiß nicht, es ist halt irgendwie, in der Zukunft wird das wahrscheinlich alles noch ein bisschen schwieriger. Aber gut, ich laber nicht so viel, ich muss noch Essen kochen. Tschüssi und so, ne? Tschüss!